Schon ein paar so Beispiele gehabt in unseren letzten Minuten, wo wir das Stichwort Silo. Auch da habe ich in meinem Manifesto ja eine provokante These aufgestellt, die da heißt, ein Unternehmen, was nach Funktionen aufgestellt ist, kann niemals kundenorientiert sein. Mhm. Da kann man jetzt wahrscheinlich noch 3 Stunden drüber diskutieren und es gibt auch 72 Meinungen dazu, ist auch klar. Aber es geht erstmal darum zu hinterfragen, wenn ich schon eine Software mehr einführe für teures Geld, wenn ich dann als Geschäftsführungsmitglieder mir frage, wie,